Hallo, was waren Sachen? Eine kleine Triggerwarnung vorweg. Ich werde hier über einen Kanal berichten, der Gore- und Snuff-Videos verteilt. Also wer das nicht hören möchte, bitte wegschalten. Alle anderen können gerne bleiben. Ja, so eine kleine Vorwarnung schon mal am Anfang. So, ihr habt es ja schon mitgekriegt. Ich war auf YouTube unterwegs und habe was gefunden, was mich doch sehr erschrocken hat. Es ist ein YouTube-Kanal, der tatsächlich es für clever hält, Gore-Videos und Snuff-Videos zu zeigen. Ich rede hier von dem Kanal Plague Moth. Wie gesagt, das ist ein internationaler Kanal. Es wird Englisch auf diesem Kanal gesprochen. Und anstatt wie jeder andere YouTuber, der in dem Bereich tätig ist und halt Kriminalfälle etc. aufarbeitet, geht er nochmal einen Schritt weiter. Anstatt wie es ein Insolito zum Beispiel macht, der verschiedene Cold Cases etc. aufarbeitet und die halt präsentiert oder halt für den internationalen Raum einen Rang oder einen Ordinary Gamer, die sich doch ein bisschen mehr auf grausamere Sachen oder auf Dark Web Shit konzentrieren, meint er, einen Schritt weiter zu gehen und nicht nur über diese Videos zu berichten, sondern diese Videos auch größtenteils in seinem Video zu zeigen. Und das finde ich höchst bedenklich, dass man das halt einfach so macht. Und ich finde es auch erschreckend, dass das schon für ihn seit circa 2 bis 3 Jahren einfach funktioniert und er irgendwie noch nie gefunden wurde. Es gibt auch international wenig Leute, die über ihn berichten. Ich habe so 3, 4 Leute gefunden, die über ihn berichtet haben, aber irgendwie hat sich daran nichts geändert. Er macht munter weiter seine Videos. Hier und da wird das ein oder andere gesperrt von ihm. Es sind mehrere Patreon-Kanäle gesperrt worden, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Twitter wurde gesperrt. Er hat es tatsächlich auch geschafft, auf Kick gesperrt zu werden. Twitch war lange Zeit gesperrt. Da scheint jetzt aber wieder da zu sein. Und hier und da gibt es auch noch kleinere andere Social Media Kanäle, die halt von ihm ständig mal gesperrt worden sind. Weil er meinte, dort halt Gore etc. zu verteilen, was kein Wunder. Immerhin haben diese Seiten ja beschlossen, ihn rauszukicken wegen sowas. Auf YouTube existiert der Kanal immer noch. Wie gesagt, zu den Videos, die er macht. Er macht halt generell Videos zu hauptsächlich Gore- und Snuff-Content. Nicht nur, dass er halt drüber redet, was so in den Videos passiert, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Meint er bei dem einen oder anderen Video, neben dem Hintergrundgeschichte, was so passiert, wird halt erst erzählt. Und dann meint er, das Video abzuspielen, teilweise in einem reaktionellen Video, wo er dann halt einfach daneben sitzt, oft einfach grinst und lacht oder halt tatsächlich auch einen blöden Spruch bringt. Was ich halt. Dude, was ist nicht okay mit dir, dass du bei sowas lachst und grinst und irgendwie einen blöden Spruch bringst? Wie kaputt ist deine Moral, bitteschön? Na gut, von Anfang an scheinen die nicht sonderlich gut zu sein, wenn man sowas meint, auf YouTube zu verbreiten. Und ich finde, sowas hat auf YouTube nichts verloren. Und wenn die jetzt Ersten schreien, ja, aber die findet man doch auch ganz anders. Ja, ich weiß, dass man die auch anderswo findet. Die findet man auch online in einem ganz normalen Internet. Gibt es Seiten, wo man da recht leicht rankommt? Ich weiß, wovon ich rede, weil ich war gerade in meiner Jugend auch der Content-Nehmer von sowas. Ich rate allen Leuten davon ab, auch wenn ihr neugierig seid und sonst was. Es tut euch nicht gut. Wie gesagt, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe den Quatsch schon hinter mir. In meiner Jugend war ich auch irgendwie so clever und habe gemeint, ich müsste das gucken. Ich weiß nicht, was mich da damals gekritten hat. Meistens die Neugier. Tut es euch nicht an. Es tut euch nicht gut. Wenn ihr wirklich meint, sowas schauen zu müssen. Vielleicht redet ihr mal mit Leuten, vielleicht sucht ihr euch irgendwie professionelle Hilfe, weil ich kann also von meiner eigenen Erfahrung ist es immer eine andere, tiefer liegende Sache, warum man sich sowas anschaut, ist vielleicht nicht die beste Kompensierung, sich so etwas anzuschauen, sondern tatsächlich jemanden zu finden, über den man redet. Ich blende euch hier auch nochmal das Sorgentelefon ein, die Nummer, die habe ich früher sehr oft kontaktiert, gerade in der Zeit, wo es mir nicht so gut geht. Ruft da doch gerne mal an, wenn es euch nicht gut geht oder wenn ihr auch einfach mal schlechte Zeiten habt, sucht euch Hilfe. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich hatte jetzt auch 3 Jahre lang nach einem Psychologen gesucht, habe zum Glück endlich wieder einen gefunden. Es ist echt schwierig, aber es ist so der erste Schritt, ist wirklich. Mir hat dieses Telefon halt sehr viel geholfen. Für die Leute, die nicht telefonieren möchten, die haben auch eine Chatfunktion, mit der man dann über E-Mail oder über andere Chat-Versionen schreiben kann. Ich hatte damals viel über Skype geschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber die haben bestimmt auch noch eine WhatsApp-Version oder so. Sucht euch da Hilfe. So, kommen wir jetzt aber wieder zu Plague Moth zurück, der es für eine gute Idee hält, Gore-Content auf seinem YouTube zu verbreiten. Wie bereits erwähnt, die Videos an sich sind geblurrt. Die sind wahrscheinlich gerade so
geblurrt, dass der Algorithmus sie nicht findet, aber man kann immer noch erkennen, gerade wenn das alles in Bewegung ist, was da passiert. Und er spielt die Original-Audio zu dem Video ab. Also man hört wirklich ganz genau, was passiert. Und ja, nicht nur das, er meint halt, diese Videos auf YouTube zu verbreiten. Es gibt auch das Gerücht, ich habe keine Beweise, ich habe es nicht kontrolliert. Das haben die anderen englischen YouTuber herausgefunden angeblich, dass man eine unzensierte Version, auch unzensierte Gore-Videos auf seinem Discord bekommen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe das nicht getestet. Das ist eine einfach nur eine ja, Vermutung, weil ich das über die anderen YouTuber gehört habe. Eine Lazy Bathead hat zum Beispiel Videos darüber gemacht. Ein Creepy Reading hat darüber ein Video gemacht, wo es halt wirklich um diesen Discord geht. Ich werde euch die Videos unten verlinken. Sagt, ich werde nicht auf den Discord gehen, ich werde das nicht überprüfen. Der Discord ist auf seinen ganzen ja, Unterstützungsseiten verlinkt und man soll halt wirklich da was finden. Zum einen will ich ihn nicht unterstützen und zu anderem bin ich sehr skeptisch, wenn es darum geht, gerade bei solchen Themen auf irgendwelche Links zu klicken, irgendwas zu downloaden. Gebranntes Kind meidet das Feuer. Ich habe mir meinen eigenen PC über halt solchen Content geschrottet, weil ich meinte, ich müsste alles runterladen etc. Ich mache den Fehler nicht nochmal. Ich habe nur diesen einen PC und den will ich nicht für sowas opfern. Ich rate euch ab, dass ihr das auch nicht macht. Meldet den Kanal, meldet die Seiten. Viele seiner Social-Media-Seiten wurden ja bereits gelöscht, wie ich auch erwähnt habe. Er hatte mehrere Patreon-Seiten, die jedes Mal downgenommen wurde, weil auch Patreon sagt, nee, Leute, Gore ist nicht. Und Patreon hat ja auch die Klausel für die Leute, die Patreon nicht nutzen oder halt selbst kein eigenes haben. Es gibt die Klausel, dass man auch nicht weiterleiten darf zu verbotenem Content. Also wenn du was hast, also zum Beispiel auf Patreon ist verboten, dass du Gore etc. teilst. Du darfst aber auch keine Links auf Patreon haben, die dich zu diesem Content bringen. Das ist verboten. Normalerweise, wie es hier auf YouTube auch ist. Auch YouTube hat verboten, über seine eigenen Regeln, über seine ja, seine Content-Regeln, dass Gore nicht erlaubt ist, weder in Videoform noch in Audioform. Wichtig hier, weil er blurrt ja, aber Audio ist ja vorhanden. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, also journalistische Ausnahmen, wie solche Videos, wie es beispielsweise jetzt ein Insolito macht, wo es halt über Fälle berichtet wird. Aber auch hier darf kein Video gezeigt werden und auch kein Audio gezeigt werden, maximal Bilder. Mehr darf man halt nicht zeigen, aus gutem Grund. In Deutschland generell will ich es nochmal sagen, in Deutschland ist der Besitz verboten, die Verbreitung ist sowieso verboten. Er selbst wohnt in den USA und da ist es von Staat zu Staat unterschiedlich. Ich habe mal geguckt, wo er wohnt oder wo er wohnen soll, wie es da aussieht. Und in seinem Staat ist tatsächlich der Besitz erlaubt. Die Verbreitung ist verboten, soweit ich das gesehen habe. Amerikanisches Gesetz ist nochmal ein bisschen anders da aufgebaut wie deutsches Gesetz, aber soweit ich das verstanden habe, macht er sich tatsächlich auch damit strafbar. Aber nagelt mich nicht drauf fest, ich bin kein Staatsanwalt etc. Ich habe auch nicht so wirklich einen Plan von dem amerikanischen Gesetz, das ist jetzt das, was ich durch Google gefunden habe. Ich weiß nicht, wie valide das ist. Ich kann euch nur sagen, in Deutschland ist der Besitz und auch natürlich deutlich die Verbreitung verboten. Also, wer durch dieses Video auf dumme Ideen kommt, lasst es einfach. A, ihr wisst nie, was ihr vor euch für Viren runtermacht. Und B, ihr macht euch halt scheiße strafbar dadurch. Ja, passt generell auf euch auf. Macht zum Blödsinn. Wie gesagt, ich weiß, wovon ich rede. Ich war als Teenager auch sehr dumm und habe sowas gemacht. Hat mir nicht gut getan. Am besten, ihr lasst das. Einfach lassen. Einfach nicht machen. Ja, ich finde es halt auch erschreckend, dass der Kanal Black Moth oder Plague Moth, ich kann den Namen nicht aussprechen, tatsächlich schon seit 2 Jahren die gleiche Schiene fährt und halt Videos mit Gore-Inhalt zeigt. Es gibt hier und da natürlich Kanäle, die das gleiche versuchen, die komischerweise direkt gesperrt worden sind. Aber er fliegt komplett unterm Radar. Ich hatte jetzt, wie gesagt, 2, 3 englische YouTuber gefunden, die über ihn berichtet haben, nachdem ich über ihn gestolpert bin. Aber ansonsten fliegt er halt komplett unterm Radar durch. Sein Twitter wurde jetzt mehrere Male gesperrt, es ist immer noch gesperrt oder X ist gesperrt, was ich mich auch wundert, weil auf X zu sperren, sich zu lassen oder auf Kick sich sperren zu lassen, ist halt auch schon ein Talent, das muss man mal besitzen. Aber wer Gott teilt, hat es nicht anders verdient. Er lernt auch anscheinend nicht draus und er ist auch wirklich sehr, sehr stark dahinter,
Auch das, dass er sich bezahlen lässt dafür. Also er scheint wirklich sehr stark darauf anzulegen, Geld zu verdienen. Er hat einen Online-Shop, wo man halt verschiedene T-Shirts sich holen kann, was halt, ja gut, ist egal. Hat jeder einen Shop, ein bisschen edgy unterwegs und hat halt auch seine Gore-Inhalte damit verteilt. Also er hat verschiedene Aufdrücke, die er halt an verschiedene Gore-Videos oder berühmte Gore-Videos anlehnen. Aber das ist jetzt halt, ja, geschmacklos, mehr auch nicht. Ja, und er wirkt wirklich so, dass er halt wirklich auf Ach und Krach versucht, irgendwie an Geld zu kommen, weil er halt wirklich sehr stark darauf plädiert ist. Ich habe hier mehrere Seiten und da könnt ihr mich unterstützen. Dann kriegt ihr halt den Scheiß noch unzensiert, eventuell vielleicht. Ihr kriegt Content, kriegt einen Discord-Server, ihr kriegt Videos. Macht ja an für sich als Content Creator Sinn, aber so wie er die Schiene fährt, ist es halt doch wirklich sehr stark daran angelegt, dass er halt wirklich alles tut, gerade dass er das tut, um halt an Geld zu kommen. Und zeigt für mich, er wird wahrscheinlich nicht aufhören, weil es für ihn ja funktioniert. Er hat anscheinend doch gut dadurch leben können, dass er halt solche Informationen oder solche Videos verteilt. Ja. Das ganze Ding hat mich doch sehr schockiert, zumal das, wie gesagt, das geht halt schon so lange. Der Kanal ist 2 bis 3 Jahre schon mit dem Gore-Content. Er hatte normal angefangen und hatte das wie jeder andere gemacht, einfach nur über verschiedene grausame Sachen berichtet. Aber wie er angefangen hat zu teilen, zu zeigen, ist halt sein Kanal in die Höhe geschossen und ja. Vielleicht können wir das was dagegen machen. Ich hatte ja schon erwähnt, der ein oder andere Kanal hatte ja schon mal so ähnlich gemacht oder es gab ähnliche Kanäle, die wurden aber komischerweise auch runtergenommen. Der letzte Kanal, den ich mitbekommen habe, war der Kanal Burnt Show. Der wurde dann halt auch von YouTube dann runtergenommen und Plague Moss fliegt irgendwie komplett unterm Radar drunter durch. Deswegen, wenn ihr das Video schaut, leitet das weiter, gebt das weiter an Leute, die mehr Reichweite als ich haben und ja, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir können da, ich halte euch im Laufenden, wenn da was passiert und wir hoffen, vielleicht kriegen wir den Kanal ja tatsächlich von YouTube runter. Ich habe ihn gemeldet. Da müssen halt mehrere Leute melden, weil sowas hat er auf YouTube nicht verloren. Darf auch gar nicht auf YouTube sein. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen entspannten Tag. Auf Wiedersehen.